Am Samstag wurde mit einem großen Fest das 25-jährige Jubiläum des Hoyerswerda Nachbarschaftshilfevereins gefeiert. Viele Gratulanten hatten es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein. Viele Gäste waren, trotz der großen Hitze, der Einladung gefolgt, um mitzufeiern. Im Schatten der Bäume im Garten des NHV am Mehrgenerationenhaus Südtreff ließ es sich aushalten, ließ sich das bunte Programm auf der Bühne genießen. Neben Auftritten der Tanzgruppe des NHV und dem Karnevalsclub sowie eines Peter-Maffei-Doubles musizierte auch das Sunshine-Orchester der Musikschule Fröhlich. Es war genau am 6. Mai 1997, da wurde der Nachbarschaftshilfeverein aus der Taufe gehoben. Günter Bottwar, der damalige Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft, die den Verein unterstützt, hatte als Startkapital einen Scheck über 10.000 Mark im Gepäck. Eine gute Investition, wie sich herausgestellt hat. Ein Jahr später dann wurde die Tanzgruppe gegründet. Es folgten die Eröffnungen eines weiteren Stützpunktes des Vereins in der Weihnachtsstraße, der Begegnungsstätten Flieshof in der Altstadt und im Grünen Hain in der Hufelandstraße, dem Plauderstübchen in der Thomas-Münzer-Straße in Hoyerswerda und dem Stell-Dich-Ein in Lauter. Ein großer Meilenstein war 2008 die Eröffnung des Mehrgenerationenhauses in der Schweizer Straße. Hier gibt es Angebote vom Baby bis zum Senior. Nach einem Besuch von Ministerpräsident Stanislaw Tillich wurde 2009 der Familienpark der Lebensräume eröffnet. Ein grüner Entspannungsort für Familien, den der NHV bis heute unterstützt. Stadtbekannt ist mittlerweile auch die Telefonzelle am Mehrgenerationenhaus, aus der eine kleine Bibliothek geworden ist. Viele neue Angebote haben weiterhin das Repertoire des Vereins ergänzt. Es gibt eine dritte Tanzgruppe, es kann Boccia gespielt werden. Im Fototreff wird über das Hobby gefachsimpelt und es kam 2018 die Seniorensport- und Wandergemeinschaft zum NHV mit Wandern, Tischtennis, Gymnastik, Kegeln und Schwimmen. Bleibt zum Abschluss zu vermerken, auch wenn der Verein der Wohnungsgenossenschaft Lebensräume nahe ist, eine Mitgliedschaft dort ist nicht Voraussetzung, um beim NHV dabei zu sein. Das gilt auch heute noch. Der NHV ist offen für alle. Dann auf die nächsten 25 Jahre und natürlich auch Glückwunsch von der Lausitzwelle.